Ist das Leben in Deutschland schwer als Ägypter? Es kommt drauf an, wie du denkst. Falls du mich jetzt verstehst, heißt das, dass du Deutsch sprichst, verstehst, egal wie dein Niveau ist. Ich erzähle dir allgemein, wie das Leben hier in Deutschland für mich als Ägypter ist. Du wirst manchmal so komische Fragen hören und du weißt nicht, wie du antworten kannst. Zum Beispiel, ah, du kommst aus Ägypten? Sag mal, bist du mit dem Kamel hierher gekommen? erzähl mir mal, bist du mit 4 Frauen verheiratet? Oder? Sind die Pyramiden echt? Nein. Alter, hör auf jetzt. Sinngenerierte Grafiken und künstliche Intelligenz. Ägypten ist eines der schönsten Länder im Nahen Osten. Bekannt vor seinem reichen Tourismus wie die Pyramiden. Und 33% von allen, die Weltkultur erbe, befinden sich in einer ägyptischen Stadt namens Luxor. Die Deutschen lieben das Urlaub in Ägypten zu machen, wegen der Sonne und Strände. Wir haben die schönste Korallenriffe der Welt in Ägypten. In Ägypten haben wir einen Flughafen. Ich bin nicht hier mit dem Kamel gekommen. Eine Tatsache, du bist anders und das musst du genießen. Aber gleichzeitig musst du immer versuchen, dich anzupassen. Nicht jeder kann das schaffen übrigens. Also mit deiner Mentalität, also es wird ein bisschen schwer für dich, am Anfang an anzupassen und so viele geschlossene Türen in deinem Kopf zu öffnen. Aber falls du nicht anpassen könntest, dann wirst du wirklich so viele Schwierigkeiten haben. Du hast Deutschland gewählt, das Leben hier ist gut, okay, aber ist trotzdem schwierig und du musst immer damit umgehen. Ein von die wichtigsten Elemente, die du respektieren musst, Zeit. Zeit ist heilig in Deutschland. Also ich selber, ich finde es manchmal schwierig, aber vertrau mir, du musst der Zeit richtig so viel Wert hergeben. Also 9 Uhr heißt 9 Uhr. Und ich weiß ja, als Ägypter, du wärst manchmal diese Gewohnheit vermissen. Also manchmal anstatt 9 Uhr, dann tauchst du auf die Arbeit in 9 Uhr, 3 Minuten oder so. Aber das funktioniert ja nicht, deswegen das musst du wirklich aufgeben. In Deutschland hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Besprechungstermin um 8 Uhr morgens. 8 Uhr morgens, da gibt es einen Besprechungstermin, also kannst du das wirklich realisieren. Also um 8 Uhr, du sitzt da auf einem Stuhl und neben dir sind dein Arbeitskollege und da gibt es eine Besprechung. Dann kommt eine Kollegin mit einem Teller Salat in die Hand und dann sagt sie, guten Tag. Heute habe ich das und dies gemacht und so und dann du sitzt so, guten Tag. Heute hast du gemacht. Also erstmal sie sagt guten Tag und mein Tag ist noch nicht angefangen. Ich suche noch meinen Kaffee, damit ich guten Morgen sagen kann. Und sie kommt mit einem Tellersalat in die Hand. Also das ist jetzt schon für sie eine Nachmittagsmahlzeit. Aber das wirst du mit der Zeit daran gewöhnen und wirklich musst du wirklich das respektieren und damit anpassen. Mit den Behörden alles wird immer lange dauern. Aber das ist auch übrigens normal, weil in Ägypten ist auch so. Lass uns nicht lügen. In Ägypten dauert auch lange Zeit. Egal in welchem Land. Du wirst nicht nur einfach so viele Dokumente erledigen oder einen Stempel bekommen in einer Stunde oder was auch immer. Also du musst auch so warten, bis alles seine Zeit in Anspruch nimmt. Verkehr. Also vergiss in Deutschland, dass du nur einfach ganz plötzlich links oder rechts abbiegen kannst. Das kannst du vergessen. Als Ägypter, du wirst immer vergessen, dich anzuschnallen. Dein Kopf ist nicht immer so programmiert. Lass uns ehrlich sein. Und vergiss es, dass du einfach so die Straße hier überqueren kannst. Glaub mir, die Ampel muss erstmal rot sein. Sonst hast du Ärger. Wenn du einmal hier bei Rot über die Straße gehst, dann glaub mir, werden alle die Leute auf der Straße mit dir schimpfen. Und glaub mir, das willst du nicht. Das Leben ist gut, aber du musst auch irgendwie ein gutes Bild für dein Land sein. Die Leute werden auf jeden Fall das immer merken, dass du Ausländer bist, wegen wie du aussiehst. Aber sie werden dich immer respektieren, wenn sie merken, wie gut du Deutsch sprechen kannst, wie gut du anpassen kannst und wie du ein gutes Bild bist. Bitte repräsentiere dein Land, wenn du im Ausland bist. Die Leute werden dich immer respektieren auch und schätzen, wenn sie merken, wie offen du bist, wie ausgebildet du bist, wie schlau, intelligent reden kannst. Egal, in Deutschland, Schweden, Dänemark, Frankreich, die Leute im Ausland wollen immer fühlen, dass sie geschätzt sind. Deswegen Schritt Nummer 1, musst du wirklich erstmal die Sprache lernen. Wenn du im Ausland bist, dann versuch auch, dich zu entfernen von den Menschen, die anscheinend ärgerlich sind. Bitte sei immer befreundet mit Menschen, die du vernünftig siehst, mit denen du umgehen kannst. Ich hatte auch einen Fehler gemacht. Ich hatte Kontakt leider mit Menschen, die ich wüsste, dass sie ärgerlich sind, dass mit solchen Menschen werde ich Probleme haben und trotzdem habe ich weitergemacht und das bereue ich. Deswegen, wenn du einmal merkst, dass wegen dieser Person kann ein Ärger in die Zukunft kommen, hau ab und glaub mir, ich weiß genau, was ich sage. Und musst du auch wissen, dass die Leute hier pauschalisieren alles. Deswegen machst du einmal was Falsches, dann werden sie auch denken, dass alle die ägyptischen Leute sind schlimm. Deswegen bitte immer darauf achten, dass du ein gutes Bild malen kannst. Ja, gewöhn dich an die Gesetze, versuch dich immer anzupassen, aber bleib temperamentvoll. Die Ägypter bleiben Ägypter egal wo. Die ägyptischen Leute sind bekannt für ihre Seelenstärke und Ausstrahlung. Werf einen Ägypter an einem Schiff ins Meer. Er wird zu dir zurückkommen mit dem Schiff unter deinem Namen. Aber er muss ein originaler Ägypter sein. Aber egal wo, es gibt auch Nachteile und Vorteile. Toleranz zum Beispiel. Wenn zwei Menschen ein Problem in Ägypten haben, die Leute mögen einander zu versöhnen irgendwie. Dann weißt du, wir treffen uns heute in einem lokalen ägyptischen Kaffeeshop, dann trinken wir 2 Tee zusammen und danach alles wird geregelt. Na, Habibi, it's okay, it's fertig. Also ich bin nicht mehr sauer. Also. Okay. Okay. Yalla. Muss ich die Wahrheit sagen, sowas gibt's ja nicht viel. Gibt's aber nicht viel. In Deutschland. Es ist mir unangenehm, dass du jetzt hier mit mir im Raum bist. Geh weg!
Die Leute, die Menschen haben nur einfach 60, 70, 80, 90 oder vielleicht 100 Jahre zu leben. Also lass uns bitte kein Problem miteinander haben. Lass uns nur einfach gut miteinander sein. Na, es gibt auch Mafia in Ägypten übrigens. Sowas gibt's überall der Welt. Also ich will auch nicht etwas bezeichnen, aber Menschen bleiben Menschen überall. Sei immer stolz auf deine Wurzel, egal wie die Situation in deinem Land irgendwie nicht dir gefehlt oder so, aber funktioniert oder nicht funktioniert, Hauptsache du funktionierst noch. Und glaub mir, eine Person kann viel ändern. Mindestens, und das ist meine Bitte an dich, wenn du im Ausland bist, dann bitte mach ein gutes Bild von deinem Land. Wenn du mich unterstützen willst, dann bitte dieses Video liken und auch abonniere meinen Kanal auf YouTube und danke, dass du mein Video bis zum Ende geguckt hast. Wir sehen uns nächstes Mal und ich wünsche euch einen schönen Tag.